Leute, seit dem Release der Patch Notes von Season 19 ist das Thema Cross-Progression allgegenwärtig. Tut euch bitte selber den Gefallen und verlasst euch nicht einzig und allein auf die Worte, die ich jetzt loswerde. Geht auf die EA Apex Legends News-Seite. Geht am besten auf, das heißt ja Jahreszeit, das klingt total bescheiden, geht auf die Season Entfacht. Und geht dann bitte selber nochmal auf die Informationen, die ich hier euch zeige und lest euch das bitte trotzdem in Ruhe durch. Ich möchte euch grob erklären, wie es funktioniert. Dennoch wäre es gut, weil das wirklich eine Menge Text ist, wie ihr seht, dass ihr euch das vielleicht nochmal genauer durchlest. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, aber das Wichtigste, so wie ich es verstehe und ich lese aus diesem Text tatsächlich raus, dass du Cross-Progression aktivieren musst. Du kannst nicht einfach sagen, nö, will ich nicht. Es sei denn, du hast nur einen Account, was hier in Textform nicht beschrieben ist. Und du kannst auch nur Accounts zusammenfügen, die deinem EA-ID-Konto zugeordnet sind. Das heißt, wenn du vielleicht noch ein anderes EA-Konto hast, wird das scheinbar nicht funktionieren. Und es gibt auch einen Haken. Sollte es Leute da draußen geben von euch, die sich vielleicht extra ein paar Accounts gesmurft haben, um da eine absolut wertlose, muss ich jetzt leider so sagen, wenn man es nur mit einem Smurf schafft, hat man es einfach nicht verdient, eine 4K-Badge oder eine 20-Bomb. Wenn du das zusammenfügst, sind die weg. Das wird nicht funktionieren. Das wird ja auch so beschrieben, dass erfolgsbestimmte Plaketten, die an Statistiken gebunden sind, wahrscheinlich nicht mit rübergebracht werden. Und das System erkennt auch deinen besten Account, deinen höchsten Account. Wenn du einen Account hast Level 500 und einen Account hast Level 100, dann werden nur die Statistiken von dem Level 500 Account bestehen bleiben. Und du wechselst quasi von Level 100 auf den 500er. Das wird dann dein Main Account und du nimmst quasi nur deine Coins mit rüber, deine Materialien, deine Packs, deine Skins, alles was du freigeschaltet hast an Skins, Packs und so weiter nimmst du rüber. Und es wird auch aus exploit-technischen Gründen keine erstellten Accounts geben, die du mit rübernehmen kannst, die jetzt nach dem 26. Oktober rübergeführt werden. Das funktioniert nicht und du wirst wohl automatisch aufgefordert. Moment, wo steht's? Achte im Spiel auf eine Aufforderung der Migration, um die Migration zu starten und so weiter und so fort. Dann wird das zusammengeführt. Das System erkennt dann quasi über deine ID, über deine EA-ID, deine Accounts, die du hast. Du hast ja ein EA-Konto, da ist das ja alles verknüpft, sonst kannst du es ja nicht zocken. Und das erkennt das. Und dann kannst du dir aussuchen, welche Accounts du miteinander verknüpfen willst. Wenn du jetzt, wie du es hier siehst, das siehst du hier nicht 100% beschrieben, das ist leider ein bisschen schade. Du siehst zum Beispiel, dass hier ein Konsolen- und ein PC-Account zusammengeführt werden. Der ist dann ein Master-Account. Und hier gibt es dann eine Zusammenfassung, was du dann alles hier hast. Hier werden die Erbstücke zusammengezählt, deine Erbstücksplitter, Packs, Token, Crafting-Metalle, Coins und so weiter. Danach hast du einen Master-Account. Und wie das dann funktioniert, ob du dann nur noch hier diesen Master-Account stehen hast und dann diesen zusätzlichen Konsolen-Account, der dann vielleicht noch mit zusammengeführt werden kann, kann ich aktuell leider nicht sagen. Es ist nicht zu 100% beschrieben. Hier wird aber nochmal gezeigt, was nicht mit Account-Merging zu tun hat, mit Cross-Progression. Es gibt nämlich PlayStation-exklusive Inhalte, Packs aus dem PlayStation Plus System, die werden nicht mit rübergenommen, wenn du das aus einem, es sei denn, du hast es auf deinem Main-Account. Wenn dein Main-Account, dein höchster Account stehen bleibt, bleibt das natürlich. Wenn du es aber versuchst, von einem schwächeren, schlechteren Account rüber zu transferieren, ist das wahrscheinlich futsch. So ist das auch für Xbox-Sachen, die Xbox-exklusiv waren. Und Nintendo gab es nur diesen Pathfinder-Skin. Der wäre dann auch futsch, wenn das dein schwächerer Account wäre. Hier steht dann noch, dass Apex-Münzen, Materialien, Token und Erbstücksplitter mit rübergenommen werden. Das sollte soweit auch klar sein. Aber lest euch das trotzdem bitte alles genauer durch. Und hier steht es nämlich, Statistiken können nicht plattformübergreifend zusammengeführt werden und werden daher standardmäßig dem Primärprofil zugewiesen. Quasi dein Main-Account, dein größter Account. Plaketten, die an Statistiken aus anderen Profilen gekoppelt sind, sind unter deinem EA-Konto zusammengeführt. Moment. Die unter deinem EA-Konto zusammengeführt werden, sind möglicherweise nicht verfügbar. Das heißt, wenn du auf deinem Main-Account, was weiß ich, 20
20 Bomb-Plaketten hast, dann sind die weiter da. Aber wenn du deinen schlechteren Account darüber knallst, das sind die von dem schlechteren Account scheinbar nicht verfügbar. So verstehe ich das. Und das ist jetzt nämlich das Ding hier. Hier steht bei häufig gestellte Fragen, allgemein kann ich plattformübergreifende Fortschritte ablehnen? Nein. Das heißt, wenn du zwei Accounts hast, wird aus diesem einer. Ich verstehe das dann aber auch so, dass ich den Account jederzeit auf der PlayStation spielen könnte. Ich könnte aber auch jederzeit sagen, ich möchte den jetzt auf der Xbox oder auf PC spielen. Ob das so ist, steht hier leider nicht. Deswegen würde ich trotzdem die 100% Patchnotes noch abwarten, wie genau das funktioniert. Aber dadurch, dass wir der Sache nicht entrinnen können, kann es ja eigentlich auch nur so funktionieren. Ich habe mich noch nie mit dem Thema Cross-Progression auf anderen Spielen oder in anderen Spielen beschäftigt wie Fortnite. Da geht das wohl, glaube ich, zum Beispiel. Kann mir bitte jemand, der sich damit auskennt, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ist das bei Fortnite zum Beispiel? Weil ich glaube zumindest, dass es da so ist. Kann ich mit meinem Account, den ich jetzt auf der PlayStation spiele, einfach sagen, ach, morgen habe ich mal Bock auf PC, und dann spiele ich auf PC weiter und dann spiele ich mal wieder auf der Switch weiter und so weiter. Geht das? Ich weiß es nämlich nicht. Und deswegen wirklich rate ich nochmal jedem, lest euch bitte das alles eins zu eins nochmal genau durch, damit ihr wisst, woran ihr seid. Hier werden auch nochmal Inhalte und Währungen genau beschrieben, was es da auf sich hat, was es zu beachten gibt, wie funktionieren meine kosmetischen Objekte nach der plattformübergreifenden Zusammenführung. Und falls die Frage kommen sollte, und die wird mit Sicherheit kommen, ich habe doppelte Inhalte auf mehreren Profilen, erhalte ich für diese eine Erstattung. Können wir uns natürlich denken, dass genau das nicht passiert. Das kann ich auch irgendwo verstehen. Leider werden keine Rückerstattungen mehr für mehrmals erworbene Inhalte gewährt. Die Inhalte werden in deinem Inventar nicht doppelt angezeigt. Ich muss aber leider nochmal hier auf dieses Thema zurückkommen. Wenn das wirklich so ist, wie ich das hier verstehe, und ich finde, da gibt es nicht viel falsch zu verstehen, wenn ich mich gegen dieses Cross-Progression nicht wehren kann, aber es eigentlich geil finde, wenn ich einen Hauptaccount habe und noch einen Smurf-Account sozusagen, und aber dich das System dazu zwingt, das alles zusammenzufügen, dann würde ich das schade finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn das wirklich so ist, erklärt das für mich logischerweise auch, warum wir in Ranked in Zukunft keine Hindernisse mehr haben, ob ich mit einem Bronzespieler und mit einem Pratt-Spieler zusammen in einer Lobby Ranked starten kann. Das ist für mich die einzig logische Erklärung, warum das in Zukunft funktionieren wird. Weil wenn ich mich gegen das Cross-Progression nicht wehren kann, würde mich das System wahrscheinlich zwingen, wenn ich Smurf-Accounts hätte, damit ich ich bin vielleicht Pratt-Spieler, nein, bin ich natürlich nicht, das ist ja nur die Theorie, aber ich bin vielleicht ein sehr, sehr guter Spieler, habe aber noch einen zweiten Account, mit dem ich nur auf Silber rumgeier, um eben mit Leuten, mit Freunden zu spielen, die auch nur auf Silber- oder Goldniveau spielen, weil ich mit meinem Pratt-Account, mit dem ich zusammen Ranked spielen kann. Das ist die einzig logische Erklärung, warum ich denke, dass ich mich dagegen nicht wehren kann und Ranked ebenso geändert wurde. Wir müssen einfach mal nächste Woche schauen, wie das genau abläuft. Also zum dritten, vierten und fünften Mal, lest es euch bitte selber nochmal durch. Ich packe den Link gerne in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr da ganz schnell das auch finden. Ansonsten, wie gesagt, hier über die Seasons findest du ja auch noch was. Ich haue heute oder morgen, lasst euch mal überraschen, noch ein zusätzliches Video raus. Es gibt nämlich noch ein paar mehr Infos. Und in meinen Spieletests ist mir noch eine Änderung aufgefallen. Die steht nicht in den Patchnotes. Die möchte ich euch noch zeigen. Die habe ich sehr, sehr beiläufig beim Zocken erkannt. Und ich hoffe, dass das kein PC-exklusives Einstellungsmerkmal war, sondern dass das auch auf den Konsolen verfügbar ist. Lasst euch da mal überraschen, was das ist. Für mich als Orientierung auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, dieses Feature. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.